Hallo und herzlich willkommen auf EU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WW2K19 Dreamverse Modus. Heute die letzte Vorproduktion, die ja stattgefunden hat wegen meinem Urlaub. Also wenn ihr irgendwelche Wunschmatches habt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein oder kommt auf meinem Discord-Server vorbei und kommt in den Channel Dreamverse Spoiler. Auf jeden Fall, die Bedingung ist, es sollten halt Wrestler sein, die hier in diesem Projekt mit dabei sind. Und auch nochmal die Frage von gestern, darf natürlich nicht vergessen werden: Was würdet ihr davon halten, wenn wir quasi einen Vereinigungskampf aus US-Title und Intercontinental-Title machen und dafür eine Cruiserweight-Division einführen? Weil ich glaube, da können wir auch nochmal richtig geile Matches sehen. Auf jeden Fall das erstmal dazu. Wir kommen dann jetzt mal zum Start der heutigen Folge und schauen mal, was uns hier heute erwarten wird. So, da sehen wir im Opener ein Triple Threat Match mit Daniel Bryan, Samoa Joe und Finn Bella. Ich denke mal, das klingt doch ganz interessant. Wäre mal was anderes im Vergleich zu dem, was wir sonst so haben. Das gucken wir uns mal an. So, auf jeden Fall, Samoa Joe und Daniel Bryan, von denen haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Finn Bella gab es ja jetzt ein paar Matches in letzter Zeit. Allerdings, der wurde ja von AJ Styles beim letzten Pay-Per-View etwas hingerichtet oder gedemütigt. Und das hat es dann auch bei ihm bezahlt gemacht, oder man hat es auch gemerkt, er war richtig unzufrieden, hat auch hier den Handshake abgelehnt von AJ Styles. Ja, Daniel Bryan hier mit den Yes-Chants, das muss ich definitiv noch ändern, weil das ist eigentlich so nicht gewollt, weil ich versuche den schon hier als The New Daniel Bryan im Spiel einzubringen. Dann gehen wir mal weiter und warten mal auf Samoa Joe. Joe. Oh, ihr könnt mir echt nicht glauben, wie froh ich bin, dass ich das echt geschafft habe, dass ich alles vorproduziert habe. Ich habe nämlich wirklich gedacht, das könnte Probleme geben. Jetzt ist einfach Freitag der 8. Ich hätte rein theoretisch noch Zeit bis zum 12. Also ich hätte eigentlich schon das ganze Wochenende. Aber das ist auch schön. Ich habe jetzt wirklich mal eine Woche, wo ich mir echt frei nehmen kann. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen streamen. Gut, das ist jetzt vielleicht für euch jetzt nicht ganz so aktuell, weil ja die Folge jetzt für euch an diesem Samstag läuft, aber ich werde jetzt wahrscheinlich noch dann auch mal ein bisschen streamen können, wo ich auch mal ein paar andere Sachen mache, weil halt so diese YouTube-Videos aufnehmen ist halt, das ist schon Arbeit für mich, also ist halt ja auch mein Beruf, aber streamen, gut, das ist auch mein Beruf, aber bei streamen kann ich halt so ein bisschen, da muss ich nicht mal ganz so ernst bleiben. Da kann ich halt auch mal Games zocken, die ich sonst nicht spiele, und das macht einfach Spaß, das ist einfach mal wieder was vollkommen anderes. Also wenn ihr Bock drauf habt, kommt gerne auch mal auf www.twitch.tv/evo2k vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr nicht nur Interesse an WWE-Videos habt, also ich werde da FIFA auch mal spielen. Was haben wir noch? So Uno haben wir gezockt in letzter Zeit. GTA Online. Wahrscheinlich wird es auch wieder GTA-RP auf meinem Channel geben. Aber dann auch nur im kleinen Kreis. Also wir werden das Projekt nicht mehr so groß aufziehen, wie wir das im Sommer hatten. Ja, also da ist schon einiges möglich. So, Finn Bella. Dass der überhaupt noch hier gefeiert wird nach dieser respektlosen Aktion gegen AJ Styles. Genau, also, dann schauen wir mal, wer sich hier in diesem Triple Threat Match durchsetzen kann. Baylor bräuchte eigentlich den Sieg, aber für Daniel Bryan, ja, der geht einfach mal problemlos auf Finn Bella los, der einfach nur zuguckt. So, jetzt Joe mit dem... Ne, ich dachte... Oh, da kommt der Reversal. Es sollte einen German Suplex geben. Aber es wird gekontert. Also eigentlich bräuchte Baylor den Sieg, damit man noch ernst nehmen kann. Aber ich finde auch, dass ein Daniel Bryan so langsam hier mal gepusht werden muss in diesem Modus. Ich glaube, das werden wir so langsam mal hier in die Wege leiten. Jetzt ein Baylor haben wir wirklich oft genug gesehen. Jetzt kommt so langsam mal die Gunst der Stunde von Daniel Bryan. The new Daniel Bryan. Der sich hier mit Finn Bella in der Wolle hat, aber da kommt jetzt auch der Reversal von Finn Bella. Aber der Uppercut von Daniel Bryan. Wieder der Reversal von Bella. Aber der Reversal von Daniel Bryan. Und Samoa Joe lässt sich da oben feiern und das ist jetzt ein Fehler. Denn Daniel Bryan zieht seine Beine vom Ringseil weg, aber Reversal wieder von Samoa Joe. So, Belly to Belly. These two guys are going to tear him limb from limb. I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out. Baylor sieht auf dem Bein. Really working over the body. And there's the reversal from Finn Balor. Und ja, da kommt er einfach wieder zu sich und zeigt den Dropkick. Und Daniel Bryan versucht abzustauben.
Aber das war schon echt heftig, was AJ Styles mit Finn Balor gestern gemacht hat. Oder vorgestern war es ja. Der hat ihn eigentlich schon draußen im Calf Crusher zur Aufgabe gebracht. Oh, das sieht gut aus, was Samoa Joe ihm hat. Das sah richtig geil aus. Er guckt sich das einfach aus der Ecke an. Auf jeden Fall gibt er erst draußen auf, was er nicht gezählt hat, weil es draußen keine Aufgabe gibt bei Extreme Rules. Und dann nochmal im Ring. Also das war schon echt, vor allem noch die zwei Styles Clash, die er gegen ihn gezeigt hat. Oh, jetzt Finn Balor mit dem Coup de Grace gegen Samoa Joe. Daniel Bryan liegt noch. Aber das wird sowieso gekontert. Jetzt wieder Daniel Bryan im Match. Ist schon kommen, jetzt gibt es gleich wieder den Yes-Lock und dann ist Finn Balor wieder weg. Das könnte auf jeden Fall nicht gebrauchen. Schon wieder nämlich zur Aufgabe. Und jetzt gibt es erstmal die The New Daniel Bryan Kicks oder wie sie auch immer heißen. Joe kommt wieder zu sich. Und da kommt noch angeflogen. So, jetzt schauen wir mal. Also eigentlich, da Samoa Joe ja eben den Coup de Grace gekontert hat, hätte er jetzt gute Chancen für einen Balor zur Aufgabe zu bringen. Aber das scheint gerade nicht so ganz in seinem Interesse zu sein. Ja, da kommt der Reversal von Daniel Bryan. Russian Leg Sweep. Und jetzt Balor gegen Daniel Bryan. Aber Daniel Bryan kannst du da kontern. So, was macht Daniel Bryan jetzt? Da soll Running Knee kommen. Gegen Joe. Und der wird gekontert. Also Samoa Joe, der müsste jetzt schon den zweiten Finisher gleich haben. So, schmeißt er Daniel Bryan raus. Und jetzt Balor mit dem German Suplex gegen Samoa Joe. Gibt das ein Comeback? Ich glaube ja. Das braucht Balor jetzt auch. Gutes Match, was wir heute sehen. Macht Spaß. Sling Blade. So, einmal in die Ringecke, das kennen wir ja. Und ja, jetzt wird... Ah, Daniel Bryan kommt wieder zu sich. So, jetzt Coup de Grace vielleicht. Daniel Bryan ist wieder da. Und der nimmt sich jetzt hier Joe vor und der Pinfall. 1, 2, aber Finn Balor. Da sagt er sich auch, hier Junge, was geht mit dir denn ab? Jetzt gibt es den DDT gegen Finn Balor. Wieder der Reversal. Bockstarkes Triple Threat Match, was wir hier sehen. So, jetzt mal der Pinfall gegen Joe. Der bräuchte jetzt eigentlich den Coup de Grace, Mann. Oh, sehen wir jetzt eine Entscheidung. Muscle Buster. Da kommt Daniel Bryan, das wird sich Joe jetzt abschminken können, aber Finn Balor steht auch wieder. Wie auch immer er da jetzt dazu gekommen ist. Nächster Pinfall. 1, 2, aber Finn Balor passt wieder auf. Und der Ringrichter ist K.O. Was hat Balor jetzt vor? Joe lässt sich erstmal wieder feiern. Und da soll der Coup de Grace kommen gegen Daniel Bryan, der eigentlich jetzt überhaupt keinen Sinn macht. Und Samoa Joe guckt sich das ganz entspannt an und wieder geht er schief. Daniel Bryan mit dem Reversal. Und jetzt hilft Samoa Joe ihm sogar. Der hält ihn fest, Finn Balor. Reversal von Daniel Bryan. Jetzt hat er freie Auswahl. Da sagt er, nee, 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 mein Freund, so nicht. Was macht Joe da? Habt ihr das gesehen? Das sah ja voll ekelhaft aus gerade. Oh,
Joe scheint etwas mitgenommen zu sein. Pinfall gegen Finn Balor. 1, 2. Ja, Kickout. Ich glaube, es hat die KI von Samoa Joe aus dem Leben gerissen. Durch die Aktion von eben. So, jetzt aber. Nee, Samoa Joe ist auch wieder da. Und jetzt Joe und... Alter, das hat er gut gemacht. Pinfall. 1, 2. Und bockstark von Samoa Joe. Bockstarkes Ende, was Samoa Joe hier gezeigt hat. Dieser German Suplex. Und da lässt er sich feiern. Also das Triple Threat Match hat echt mal richtig, richtig Laune gemacht. Schade, dass es schon rum ist, muss man tatsächlich sagen. Von Anfang bis Ende gut. Lag vielleicht an den Protagonisten hier in diesem Match. Ja, Samoa Joe oben auf. Tut erstmal so, als wäre er komplett am Ende. Täuscht sogar mich und dann am Ende der German Suplex Pin gegen Finn Balor. Und er lässt sich feiern. Coup de Gras. Ja, kein einziges Mal heute erfolgreich. Dann hätten wir noch Dakota Kai mit einer Promo mit Lacey Evans. Anscheinend ist diese Fehde noch nicht vorbei, aber offiziell ist sie vorbei. Das hat mich ja so beschlossen. Sami Zayn gegen Zack Ryder. Es gewinnt Sami Zayn. Heath Slater gegen Dolph Ziggler. Da setzt sich Dolph Ziggler durch. Almas gegen Aleister Black. Das war schon mal hier. Ah nee, das war nur eine Promo. Aber geht's auf jeden Fall bei SummerSlam weiter. Dann haben wir die Usos gegen die Hardy Boys. Hier holen sich mal wieder die Usos den Sieg. Also die Hardys überhaupt nicht gut drauf. AJ Styles im Main Event gegen Kevin Owens. Da holt sich Kevin Owens tatsächlich den Sieg. So, dann gucken wir in die News rein. Jetzt gibt's mal wieder Welt. Durch seine Enttäuschung motiviert rief Andrade Cien Almas den Superstar raus, den vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hat. Der Aleister Black erschien. Es entwickelt sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es scheint, dass ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden Rivalen in den nächsten Wochen bevorsteht. Durch ihre Enttäuschung motiviert rief Dakota Kay den Superstar raus, der sie vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hat. Lacey Evans erschien und es entwickelt sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es scheint, dass ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden Rivalen in den nächsten Wochen bevorsteht. Wow, Rivalitäten. Haben wir aber momentan keine. Also immer noch freie Bahn mit Marzipan hier. So, auch hier bei den Männern hat sich nichts getan. Ja, hat sich überhaupt nichts getan. Selbst hier nicht. Keine einzige Veränderung. Keine einzige Titelveränderung. Wieso haben wir eigentlich nur 24? Wir hatten nochmal... Ah, nee, okay, stimmt. Wir hatten 24 gegen Lacey Evans. Okay, vergesst es. Na gut, dann gehen wir mal zu SmackDown rüber und gucken, was wir da noch zu sehen bekommen. Joe gegen Mustafa Ali, da holt sich Samoa Joe den Sieg. Dann Adam Cole und Kyle O'Reilly im Tag Team gegen Revival. Hier holen sich Adam Cole und Kyle O'Reilly den Sieg. Dann Aleister Black gegen Heath Slater, da holt sich Heath Slater den Sieg. Beim Match zwischen den zwei Champions. Gargano gegen Zack Ryder, holt sich Zack Ryder den Sieg. Die Hardys treffen auf die Good Brothers, die ja gegen die Usos beide versagt haben. Und die größeren Versager bleiben aber die Hardy Boys. Seth Rollins gegen Pete Dunne, hier holt sich Seth Rollins den Sieg. AJ Styles im Main Event gegen Chris Jericho. Das ist schon mal der Teaser, weil Chris Jericho hat ja noch den Money in the Bank Koffer und AJ Styles ist erfolgreich. Ja Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Meine letzte Vorproduktion wegen meinem Urlaub ist damit beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr mehr WWE 2K19 Videos sehen möchtet, dann lasst beim YouTube-Kanal gerne mal ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jeden Tag um 13 Uhr eine neue Folge vom Dreamverse und um 16 Uhr jeden Tag eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse. Wenn ihr dort mitmachen möchtet, dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr wissen müsst. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen und die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.